Ja, kaum ein Politiker ist so fotogen. Machen wir ein bisschen Platz. Wie der hier, ja, Platz für unseren Wirtschaftsminister Robert Habeck. Fotogen, man nennt ihn auch den Brad Pitt der Politik. Ja, den Brad Pitt der deutschen Politik. Manche sagen auch George Clooney wegen der leicht angegrauten Haaren. Hier sehen wir ihn mit Pferden, naturverbunden. Dann haben wir ihn noch vor dem Bundestag. Habeck weiß natürlich auch um seine Wirkung. Und jetzt sucht das Ministerium einen neuen Haus- und Hoffotografen für ihn. Ja, Obama hatte auch so einen. Nicht ganz billig, also wenn Sie fotografieren können, der Job lohnt sich auf jeden Fall gehaltstechnisch. Bilder sind das, was von Politik auch noch nach Jahrzehnten im Gedächtnis ist. Auch dieses aktuelle Bild könnte sich in unser Gedächtnis einbrennen. Hier die NATO-Regierungschefs als Raketen in Polen einschlagen, die Welt den Atem anhält. Sie beraten über die drohende Verwicklung der NATO in den Ukraine-Krieg. Ein Foto, das bleibt, denn die Inszenierung stimmt. Schlechte Inszenierung sieht so aus. Schweißflecken bei einem geplanten, glamourösen Auftritt der damaligen Kanzlerin. Ob bewusst oder unbewusst, steht eine Hanfpflanze bei Cem Özdemir auf dem Balkon. Für den Skandal ist gesorgt. Einer der Inszenierungen kann wie kein zweiter, von dem offenbar kein schlechtes, unvorteilhaftes Foto existiert, ist Wirtschaftsminister Robert Habeck. Robert bei den Tieren, in der Natur, dicht bei den Menschen, dicht bei sich. Freundlich, nachdenklich, aber immer irgendwie perfekt inszenierte Zufallsschnappschüsse. Davon soll es jetzt bald noch mehr geben. Bekommt da jemand nicht genug von sich? Mit dieser Ausschreibung sucht das Wirtschaftsministerium nach einem persönlichen Fotografen. Er soll Reisen und wichtige Termine des Ministers fotografisch begleiten und festhalten. Bei aller Spannung ist das halt auch wahnsinniger Stress, weil man ist halt einfach komplett abhängig von Robert Habecks Terminkalender. Und wenn der halt an einem traumhaft schönen Sommerwochenende auf irgendeine Ölplattform muss, weil er da einen Termin hat, dann kann man halt nicht sagen, ja, das Wetter ist gut, ich fahre mir Ostsee und lege mich mit meiner Familie an den Strand. Dafür gibt es bis zu 400.000 Euro für 3 Jahre. Ein üppiges Honorar in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Ja, das ist viel Geld und das ist auch, finde ich, auch für den Job gut bezahlt, weil man ist halt Robert Habecks Leben und vielleicht sogar Robert Habecks Fotosklave, wie auch immer man das Böse sagen will. Habeck ist nicht der Erste, der Fotografen beschäftigt, um sich zu inszenieren. Christian Lindner lässt uns im Wahlkampf vermeintlich dicht an sich ran. Die Verteidigungsministerin hat immer Fotografen und sogar ein Videoteam dabei. Und der persönliche Fotograf von Barack Obama prägte unser aller Sicht auf den damals mächtigsten Mann der Welt. Fotograf Pete Zucker ist bei den Weltereignissen dabei und kommentiert sogar jetzt noch, lang nach dem Ende von Obamas Amtszeit, politische Ereignisse mit Fotos von damals. So ist er selbst weltberühmt geworden, ein Job, der viele locken würde. Ja, klingt super, würde ich sofort machen. Ja? Ich kann nur nicht fotografieren, aber ich würde es auf jeden Fall tun. Man hat, glaube ich, sehr wenig Orte, wo man sich wirklich zu Hause fühlt, weil man reist ja ziemlich viel. Aber ich glaube, trotzdem interessant. Ja, schon stressig, aber abwechslungsreich. Viele Menschen, viele Leute. Würde ich eigentlich ganz cool finden. Natürlich gehört Klappern zum Geschäft. Aber muss es ein persönlicher Fotograf für 400.000 Euro sein? Schließlich gibt es ein extra Bundespresseamt und schon viele PR-Mitarbeiter im Ministerium. Und eigentlich haben wir Robert Habeck doch nun schon in wirklich jeder Situation gesehen, oder? Schlimmer als noch mehr professionell inszenierte Fotos sind dann aber vielleicht doch Fotos wie dieses. Verteidigungsministerin Lambrecht fotografiert ihren Sohn im Bundeswehrheli. Daran ist alles falsch. Weder Ort, Zeit noch Personen stimmen. Doch wenigstens hat der Fotograf nichts gekostet, denn die Ministerin hat ja selbst auf den Auslöser gedrückt. Ja, die Bedeutung von Fotos kann man natürlich überhaupt nicht überschätzen. Wer wüsste das besser als die Bild-Zeitung? Bild-Politikchef Jan Schäfer bei uns im Studio. Jan, wie normal ist das, so einen eigenen Fotoservice zu haben als Minister? Man muss fast schon sagen, aus Steuerzahlersicht, das ist schon fast normal. Es ist nicht das erste Mal, dass
beispielsweise auch ein Wirtschaftsminister sich so einen Fotografen, einen eigenen Fotografen leisten will. Aber wir sehen jetzt auch gerade in der Annonce, die Robert Habeck herausgegeben hat. Robert Habeck ist ein Vollprofi, was das Thema Politik angeht. Und jeder, der meint, es geht wirklich nur immer ums Land, der liegt erkennbar, sichtbar wieder falsch. Nein, es geht Politikern extrem auch darum, sich selbst zu vermarkten und selbst in gutem Licht dazustehen. Man muss ja sagen, in der Krise aktuell kriegt das natürlich ein bisschen einen Geschmäckle. Man könnte ja auch einfach mal sagen, man macht die Fotos selbst, ist auch manchmal vielleicht auch ein bisschen authentischer. In der Tat, aber Robert Habeck hat ja ein Ziel. Er möchte gerne Bundeskanzler werden im Jahr 2025. Und er sieht natürlich, dass es eine Konkurrentin schon in der eigenen Partei gibt mit Annalena Baerbock, die auch auf vielen, vielen Fotos extrem gut herüberkommt, sehr authentisch herüberkommt. Und es gibt auch da im Auswärtigen Amt, wie in jedem Ministerium auch, gibt es natürlich Fotografen. Jetzt ist immer die Frage, gibt es da noch einen persönlichen Fotografen, einen besonders guten Fotografen? In dem Fall ist das etwas, was Robert Habeck machen möchte. Und er hat diesen Konkurrenzkampf einmal innerhalb der Partei. Aber wenn man Bundeskanzler werden will, dann ist das ja keine Sache in den letzten 3-4 Monaten vor einer Wahl, sondern da muss sich ein Image aufbauen. Robert Habeck hat erkennbar derzeit mit der Politik, die er macht, ein Imageproblem. Und das versucht er jetzt deutlich nochmal aufzubessern, indem er sich einen eigenen Fotografen leistet, auf Kosten von uns allen Steuerzahlern. Dickes Preisschild, dieses Image. Ja, in der Tat. Aber wir haben es gesagt, die Bedeutung von Fotos kann man eben gar nicht überschätzen. Wir haben es an den Negativbeispielen. Wir denken an Armin Laschet. Das hat ihn fast die Kanzlerschaft gekostet, kann man sagen, die Fotos. Das Lachen in der Flut beispielsweise. Also man kann es wirklich gar nicht überschätzen. Und im Positiven eben genauso. Annalena Baerbock ist auch so ein Beispiel, die, ich glaube, auch ihre Beliebtheit durch ihr Top-Styling und entsprechend in Szene gesetztes Outfit hat. Absolut richtig. Wenn man sich auch den Instagram-Kanal anguckt, den Robert Habeck mit einem sicherlich kleinen Team auch gestaltet, dann sieht man auch ganz klar, dass Robert Habeck genau verstanden hat, worauf es ankommt. Da setzt er sich ja auch selbst in Szene, macht das auch extrem professionell. Ich glaube bloß immer aus Sicht der Bürger ist es wichtig zu wissen, was da passiert. Also, dass man weiß, Robert Habeck wirkt da wirklich in Szene gesetzt. Das sind, auch wenn diese Fotos als Schnappschüsse herüberkommen sollen, eben keine Schnappschüsse, sondern sind wohl ausgearbeitet. Und es ist genau überlegt, wie Robert Habeck am besten steht, um ein Image zu erzeugen, das möglicherweise, und in vielen Fällen ist das sicherlich auch dann richtig, gar nicht der Wirklichkeit unbedingt entspricht. Vor allem hat man das Gefühl, dass die Politik an der Stelle mal wieder sehr, sehr weit weg von uns ist. Jan Schäfer, Bild-Politikchef, ganz herzlichen Dank an dich.